Also wir testen heute den Bastel-Adventskalender. Sagen wir einfach mal, was da drauf ist. Und zwar sieht man den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten und den Rentier. Dann sieht man ganz verschiedene Waldtiere und verzierte Tannenbäume. Und hinterherum zieht sich das rote Muster ein bisschen weiter. Und auf der Seite steht so Adventkalender, World of Creativity, 24 Surprise Activities, Create Your Own Christmas Decorations. Und der ist für Ravensburger. Und dann würde ich sagen, jetzt fangen wir einfach mal an und lassen uns überraschen, was drin ist. Und dann würde ich sagen, wir mal da drüber rufen, weil man sieht ja, alle guten Dinge sind drei. Und was so drin ist. Das ist jetzt zum Beispiel genau das, was ich gemacht habe. Und zwar ist das so eine Malvorlage. Ich denke, das kann man auch gut an ein Fenster reinkleben, wenn man das ausgemalt hat. Oder um ein Glas herum. Und dann kann man ein Kerzchen tun. Das ist nichts mehr drin. Ich denke, das ist schon mal süß mit der Eule und dem Dorf und dann mit dem Schlitten und dem Weihnachtsmann mit dem Rentier. Ich stelle das gerade so an. Und dann die Säge, dann tun wir die Nummer 19 auf. Das ist zum Beispiel ein Mini-Puzzle-Dermer. Das könnte man jetzt gerade zusammenbasteln. Das kann man dann sicher auch toll als Deko nehmen. Das ist ein bisschen Zeit beschäftigt, wie gesagt, es ist da ganz verschiedenes Zeug drin. Da hätte ich sagen, machen wir zu guter Letzt noch eins hier drauf, und zwar Sinne. Da ist gerade zufällig so eine Figur zum Stecken drin. Schauen wir gerade, ob wir das zusammenbringen. Jetzt mal ein bisschen vor für den Effektor her, zum ein bisschen schauen, wie macht man das. Also das ist so das Rentier, jetzt mit Anleitung. Das ist ganz einfach, da ist der Karton und schon vorgeschnitten, da muss man es ein bisschen zusammenstecken. Das ist sicher ganz einfach, das können da kleine Kinder machen. Das ist aber ein bisschen sowas zum Basteln, zum Zusammenstecken, zu kreativ sein. Also ich würde sagen, das ist gleichzeitig ein bisschen Zeitbeschäftigung und dass man ein bisschen was zum Tun hat, aber gleichzeitig auch was Schönes zum Basteln. Und da kann man sich ein bisschen auf Weihnachtsstimmung einstimmen, wenn man das zum Beispiel anmalt und wie gesagt, irgendwo als Deko aufstellt oder das Kind damit beschäftigen. Ganz verschiedene Züge da drin, hast du immer so einen kreativen Kalender. Und ich würde sagen, das Konzept gefällt mir ganz gut. Das kann man sowohl als Mama mit dem Kind machen, also wenn man selbst gerne bastelt und puzzelt. Wenn der jetzt Punkt kriegt, der von mir auch 10 von 10 kriegen, weil ich denke, der hat seinen Zweck voll erfüllt.